Hi und willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind hier in der Forschungsabteilung vom Shinra-Gebäude. Haben uns Hojo gestellt, welcher abgehauen ist, weil er ein paar Monster auf uns gehetzt hat. Und ja, jetzt sind wir hier, um Aeris zu suchen. Barrett und Tifa sind schon, ne, da vorne stehen sie. Schon vorgegangen, wollte ich sagen, aber ja, wir gucken mal, was mir schon ins Auge gefallen ist. Hier. Hi. Stehst du auch schön? Okay. Bin ich gut, wer hat festgestellt haben. Ja, wir gehen jetzt noch ein weiter nach oben. Und wir können uns bestimmt hier ausruhen, oder? Ja. Okay. Und weiter geht's. Eieiei. Mir fällt gerade auch ein, ich habe überhaupt nicht Erfahrungspunkte plus und so ausgerüstet, ne? Sollte ich vielleicht mal machen. Wir hängen ein bisschen hinterher, Barrett. So, meine Frage ist natürlich jetzt, gilt Erfahrungsboost nur für den Charakter, der auch ausgerüstet hat, oder geht das für alle Charaktere? Das ist nämlich das, was ich gerne wissen würde. Ja, ich werde es ja sehen. Barrett kann das erstmal eine Weile ausrüsten, weil er sowieso ein paar Punkte hinterher hängt, also ja. Wir gehen dann schon mal weiter und suchen Aeris, ne? Leute. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Hi, was geht's? Ihr seid so gütig. Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Aeris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold. Unsere Ansichten divergieren wohl. Vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Ja, pff. Hat gerade. Okay. Wer wird es, weiß ich nicht. Jetzt Knarre war irgendwie so am Funkeln oder so. Ich glaube, da hat jemand schon in der Cutscene auf den geschossen. Ich einmal ein die Old Republic von meiner Katze abgeschossen. So. Gucken, ob diese Gardisten echt reichen. Ne? Ich glaube ja eher nicht. Ich setze mal meinen Klingenstrahl ein und dann seid ihr alle ein bisschen dezimiert hier in Anzahl. Habt ihr irgendwas zu klauen? Ne? Stufe 36. Ich muss mal hier auf die Erfahrungspunkte achten, die jetzt mehr sind oder so. Und ich halte mich mal, falls irgendwas danach kommt. Gemacht tiefer. So, weiß ich nicht. Ist das viel? Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Dieser Roten ist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein...
Okay. Tifa Violet, könnt ihr mir mal sagen, was der gesagt hat? Das wäre voll wichtig. Was hat das zu bedeuten? Was soll der Scheiß? Cloud! Barret! In Deckung! Okay. Hi. Marlene, geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Oh, Panzergardist, okay. Dann übernimm. Ich drücke meine falschen Knopf. Ist das alles? Oh, ist das alles, während er hier in den halben Raum geschlagen wird, ey. Ah, Beruhigungsmittel brauche ich nicht. Die Ereignisse sind hier ein bisschen anders verlaufen als im Original. Ganz nebenbei. Und auf euch beide. Der war gut, was? Okay. Du und ich. Oh Gott. Teufel ist da halt passiert. Lass mich mal. Ach ja, ich wollte schon sagen. Ich meine, mich zu erinnern, dass diese Typen irgendwie nur Rüstungen sind. Darunter befinden sich nur andere. Hatte ich nur recht, ey. Hätte ich doch mal vorher gesagt, dann wäre ich jetzt. Denn alle gedacht, ich wäre voll intelligent. Habe ich das vorher gesagt, also jetzt. Das kann jeder sagen, Gott, hätte ich auch so sagen können. Ah. Ah. Ich glaube, Takt. Noch Mann. Barret. Ramm den kaputt. Oh mein Gott. Oh, der andere wurde erledigt. Gut. Maximale Wut. Au, das hat wehgetan. Ich bin jetzt hier oben. Ach, der hat seine Rüstung in die Luft gejagt. Ah, okay. Ah, zu spät. Ja. Alles klar. Aber bisschen nervig, aber. Aris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Hi. Was war das bitte? Los. Aris! Was jetzt? Ihr nach. Gut. Die Ereignisse sind ja ein bisschen anders abgelaufen, deswegen tue ich gleich mal erklären, wie das im Original abgelaufen ist. Außer hier kommen noch einige Antworten. Und ja. Ich bin mal gespannt. Jetzt also jedes Mal, wenn diese komischen fliegenden Typen da auftauchen, kann man sich schon denken, dass das irgendwas anderes ist.
Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Wir hätten noch nicht verraten. Er ist entkommen. Aber ich weiß ihn. So ein Mist. Was nun? Ah, eine typische Cloud-Szene wieder, ne? Ja, mir geht's gut. Leute, braucht mir nicht helfen. Blöd am Vibrieren. Okay. Ach ja, euch gibt's ja auch noch. Hey Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Kapitel 17. Flucht aus dem Chaos. Cloud. Na endlich. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Oh.
nicht so, als könnte ich mein Schwert irgendwie da kurz hinpacken, ne? Na, da ist eine lilane Kiste. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Nein, ich will die Kiste. Ein Metallstab. Oh, cool. Kann ich aber jetzt nicht ausrüsten, ne? Nö. Doch. Ich muss noch die anderen Sachen hier alle lernen. Aber das geht ja schnell, ne? Ja, vielleicht ein bisschen hier hoch. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Okay. Mit der kann ich nicht reden, okay. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Ist ja gut tiefer. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Eris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barrett! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Eris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen. Ha! Diese gierigen Raffzähne. Claude, du wirst Eris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barrett, es ist nicht, wie du denkst. Oh Mann. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Des Planeten von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Eris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Eris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Eris, was weißt du genau? Darfst du wahrscheinlich nicht sagen, wegen diesen Viechern, ne? So gut wie nichts. Je mehr ich forsche,
lausche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Was ist jetzt schon wieder? Ja. Endlich habe ich euch gefunden. Hey, was soll das? Na, hi, Wedge. Habt ihr mich vermisst? Nein. Wedge. Du hier? Mann, schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Wir wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Er war leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuieren. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett. Er hilft uns. Ja? Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Alles klärchen. Dann mal raus hier. Gruppe beigetreten. Okay. Dann muss ich aber erst einmal Ares ein bisschen die Materie hier ändern. Materia. Das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Nö. Warte. Stimmt. Bei ihr wäre alle ein bisschen besser aufgehoben. Magische Attacke 250, ja. So, heilen, Luft, Toxin, Gebet, MP-Boost, Magie-Boost. Und irgendeinen anderen Zauber noch am besten, ne? Der noch nicht hochgelevelt ist am besten. Eine Barriere. Barriere auf alle wäre auch nicht schlecht, aber ich habe nicht noch ein alle. Ja, ich glaube nicht, dass ich 4 Gewitter brauche, aber warum nicht? Na gut. Dann müssen wir mit ihr, einsetzen? Lichtschild. Gut. Dann machen wir das. Dann mal raus hier. Weil wir sind ja immer noch Feinde, ja, ne? Und wir müssen ja mal hier verschwinden irgendwann, ne? Geht da mal nicht so. Oh, Truhe. Joink. Froschring brauche ich nicht. Hoffe ich. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Ja, das ist jetzt nicht die Stimme, die ich erwartet hätte für Red, aber okay, warum nicht? Warte mal, jetzt auch noch so ein ganz kleines. Wow. Was? Da liegt was? Nee, nicht. Aber warum nicht, ne? Also, meine ich. Ich frage mich jetzt, was hier noch passiert oder so. Da oben ist ein Ding zum Chillen, ne? Gucken wir mal. Da geht's weiter. Also gehen wir da ein. Würde ich sagen, können wir die Waffen vielleicht noch ein bisschen hochleveln. Für Ares.
Wo sind wir hier? Oh, egal. Gut, dann würde ich sagen, tun wir die Waffen noch ein bisschen hochleveln für den Feuerfell. Mein Gott, Aris hat 120 MP. Hier kommen wir wahrscheinlich zum Labor zurück, ne? Nö, okay. Also, ja, die Story ist ein bisschen anders im Original gewesen. Normalerweise wäre Aris noch in diesem Tank gewesen und Hojo wollte planen, Red auf sie anzuhetzen. Und ja, der Käfig war direkt neben Aris. Aris ist Käfig, Aris ist, wohl keine Ahnung, ne? Und ja, Red sollte die irgendwie fressen oder so, oder keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der damit bezweckt hat im Original, aber jedenfalls hat so passiert und Red war in dem Käfig drinne und Barrett hat den Käfig kaputt gemacht, dann war da ein bisschen Rauch und man hat nicht gesehen, was passiert ist und Red ist dann direkt auf Hojo hingesprungen. Also er hat irgendwie nur so geschauspielert, um Hojo auszutricksen und freizukommen. Also ungefähr ist das abgelaufen im Original. Ja, nehmen wir das hier, ne? Aber zusammengefasst, Red sollte auf Aris losgehen. Hat er auch gemacht, aber hat nur so getan. Dann als der Käfig aufgegangen ist, ist er auf Hojo losgegangen. Deswegen mich das ein bisschen... nee. Ja, das nehmen wir. Deswegen mich, weil nicht die Änderungen so ein bisschen ja verwirrt haben. Ich meine, das hätte man eigentlich auch noch umsetzen können, so, ne? Ja, weil mehr Materia. Magische Attacke und MP Maximum noch. Also ja, einige Veränderungen verstehe ich irgendwie nicht. Wedge war ganz offensichtlich auch noch nicht da. Zu dem Zeitpunkt im Original. Interessant ist ja diese komischen, wie heißt die noch, Moiren, die im Spiel haben die Aufgabe, also das Schicksal zu manipulieren oder dafür zu sorgen, dass das Schicksal gleich bleibt, ne? Was irgendwie ironisch ist, weil die tauchen nur in diesem Spiel auf und nicht im Original. Also haben die indirekt mehr oder weniger Schicksal geändert, weil die tauchten im Original nicht auf. Deswegen, ja, finde ich das ein bisschen ironisch, dass deren Aufgabe es ist, irgendwie die Sachen auf einer Schiene sozusagen zu behalten. Obwohl die genau das Gegenteil jetzt gerade machen in diesem Spiel. Die sind irgendwie so die Filler irgendwie in diesem Spiel. Und ich nehme jetzt mal an, Aris darf uns nicht irgendwie alles sagen. Weil dann kommen die Moiren und so, ey, Spoiler! Und ja, keine Ahnung. So, Zetra, so heißt das alte Volk, das habe ich auch noch so in Erinnerung gehabt. Wie Red auch heißt, weiß ich auch noch. Das bekommt man aber in diesem Spiel nicht mehr zu sehen, in Midgar, also, ja, oder zu hören, sag ich mal. Aber interessant, cool. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Dach, das heißt... Oh Gott, so viel ist gar nicht mehr übrig. Da kommt jetzt nicht mehr so viel. Bin schon gespannt. Ich mache jetzt aber erstmal hier einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier bei Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst auch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ja.